Künstlersozialkasse, wie funktioniert das eigentlich? An der Künstlersozialkasse, da scheiden sich manchmal die Geister, denn es gibt Berufe, die wollen Mitglied werden und werden nicht aufgenommen. Und es gibt andere, bei denen die KSK sagt, dass sie eintreten müssen. Und dann gibt es noch die Unternehmen, die die sogenannte KSK-Abgabe bezahlen. Wir schauen uns in meinem heutigen Video mal ein bisschen genauer an, was da eigentlich dahinter steckt. Hallo, ich bin Renate Schmid, ich bin Rechtsanwältin in der Kanzlei Wildeburger-Solmecke und bin dort schwerpunktmäßig zuständig für das Medienrecht, Urheberrecht, Datenschutz, aber auch Persönlichkeitsrecht und Presserecht. Ja, die Künstlersozialkasse, darum wird es heute gehen und wir wollen ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen werfen und ich möchte euch gerne ein bisschen erklären, was es damit eigentlich auf sich hat. Der eine oder andere hatte vielleicht schon Erfahrungen gemacht, aber für manche andere von euch ist es vielleicht einfach auch ein böhmisches Dorf. Das System der Künstlersozialkasse ist europaweit einzigartig. Die gibt es also nur in Deutschland, die Künstlersozialversicherung. Über die Künstlersozialversicherung erhalten selbstständige Künstler und Publizisten einen ähnlichen Schutz in der gesetzlichen Sozialversicherung wie die Arbeitnehmer. Die Arbeitnehmer, wie ihr wisst, die sind Renten-, Kranken- und Pflegeversichert. Das sind aber selbstständige Künstler und Publizisten nicht, beziehungsweise waren sie es lange Zeit nicht. Die gesetzlichen Regelungen zur Künstlersozialversicherung befinden sich im sogenannten Künstlersozialversicherungsgesetz und das ist am 01.01.1983 in Kraft getreten. Ziel war es, die unregelmäßigen Einkommen, die Künstler und Publizisten haben und die dazu führen, dass die sich in der Regel schlecht absichern fürs Alter, dass man das in den Griff bekommt und dass man eben auch selbstständigen Künstlern und Publizisten, Journalisten auch einen Krankenversicherungs- oder überhaupt einen Sozialversicherungsschutz anbietet. Das war also Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit, warum man dieses Gesetz überhaupt einmal eingeführt hat. So, jetzt wissen wir ja, dass beim Arbeitnehmer der Arbeitgeber 50% der Sozialbeiträge trägt. Also er zahlt 50% der Sozialbeiträge in die Kasse ein. Wie ist es jetzt beim Selbstständigen? Der Selbstständige hat ja keinen Arbeitgeber. Wie also wird überhaupt die Künstlersozialkasse finanziert? Das funktioniert folgendermaßen. 50% der Beiträge werden von den Künstlern und Publizisten selbst finanziert. 20% steuert der Bund bei, das sind Bundeszuschüsse, und 30% werden von Unternehmen bezahlt. Das ist die sogenannte Künstlersozialabgabe, die Unternehmen zahlen müssen und die schauen wir uns aber nachher nochmal gesondert an. Die KSK meldet dann die versicherten Künstler bei den jeweiligen Versicherungsträgern an und führt dann auch die Beiträge ab. Also die Künstlersozialkasse ist nicht diejenige, die dann selbst die Leistung erbringt für die Rente oder für das Arbeitslosenentgelt, sondern das wird dann wiederum von den Krankenkassen und sonstigen Trägern geleistet. Die KSK bringt aber sozusagen die organisatorische Leistung dafür, dass sie die Beträge einsammelt und dann eben an die zuständigen Krankenversicherungs- und sonstigen Versicherungsträger weiterleitet. So, wie wird man denn nun Mitglied in der KSK? Die KSK, muss man wissen, ist eine Pflichtversicherung. Wenn ich also die Voraussetzungen erfülle, eines selbstständigen Künstlers oder eines selbstständigen Publizisten, dann muss ich mich in der Künstlersozialkasse versichern. Ich habe also keine Wahl zu sagen, ich spare mir mein Geld lieber, ich lege das in Aktien oder Fonds an und zahle eben dann nicht in die KSK ein. Diese Option gibt es nicht. Also wie fängt es dann an? Man stellt einen Antrag bei der KSK. Da werden alle diese Dinge abgefragt, die Voraussetzung sind, um Mitglied zu sein. Die Unterlagen gibt es auch auf der Website der Künstlersozialkasse. Die KSK prüft dann, wenn der Antrag gestellt ist, ob die Voraussetzungen erfüllt sind und
erlässt dann einen Bescheid, der dann entweder heißt, ja, die betreffende Person wird in die KSK aufgenommen, oder es ergeht ein ablehnender Bescheid. Wenn man eine Ablehnung bekommen hat, kann man dagegen natürlich Widerspruch einlegen und dann wird die KSK prüfen, ob sie diesem Widerspruch abhilft oder nicht. Und wenn sie diesem Widerspruch nicht abhilft, dann geht es im nächsten Schritt weiter, zum Beispiel zum Sozialgericht, wo man dann erneut diesen Bescheid überprüfen lassen kann. Ja, was ist jetzt nochmal Voraussetzung, dass man aufgenommen werden kann? Voraussetzung ist, dass man einen künstlerischen Beruf ausübt oder einen publizistischen Beruf. Künstlerische Berufe können natürlich sein Musiker, Sänger, Autoren natürlich, Regisseure, Publizisten gehören natürlich auch dazu, Journalisten. Also auf der KSK findet man dann auch einen ganzen, den sogenannten Katalog, die Katalogberufe, da ist aufgezählt, was aus Ansicht der KSK alles eben unter einen künstlerischen Beruf fällt oder einen publizistischen Beruf fällt. Wichtig ist, dass die Tätigkeit, die man ausführt, auf eine gewisse Dauer ausgelegt ist und dass sie eben erwerbsmäßig ausgeführt wird. Also wer nur gelegentlich mal seinen Lebensunterhalt damit verdient, künstlerisch tätig zu sein, der fällt da dann nicht runter unter diese Versicherungspflicht. Im Einzelfall wird es aber die KSK anhand der Angaben, die man im Antrag gemacht hat, feststellen. Und wer ein geringfügiges Entgelt nur hat, also da geht man momentan von 450 € im Monat aus, der ist auch versicherungsfrei in der KSK. So, dann berechnet die KSK die Beitragsanteile aufgrund des mitgeteilten Einkommens und leitet dann die Beiträge, die man gezahlt hat, weiter. Die Beitragssätze entsprechen genau den gleichen wie in der gesetzlichen Rentenversicherung. Und jetzt ist noch die Frage, woher weiß denn die KSK, was man verdient? Natürlich muss man der KSK dann mitteilen, was man voraussichtlich in dem Jahr verdienen wird. Das ist also eine Schätzung, die man abgeben muss. Und bei dieser Schätzung sollte man relativ ja, genau und vorsorglich vorgehen, denn es ist so, wenn die Schätzung zu hoch ausfällt, dann kann ich zwar das für die Zukunft korrigieren, aber der Beitrag, den die KSK dann darauf schon festgesetzt hat, der ist trotzdem zu zahlen. Ich kann also nicht rückwirkend Änderungen vornehmen lassen. Ja, das war jetzt die Seite KSK für selbstständige Künstler und Journalisten. Und jetzt habe ich ja gesagt, gibt es auch noch die sogenannte Künstlersozialabgabe, die von den Unternehmen zu zahlen ist. Das schauen wir uns jetzt auch noch mal ganz genau an, was es denn damit auf sich hat. Unternehmen, die an Künstler und Publizisten Honorare bezahlen, müssen auf diese Honorare die sogenannte KSK-Abgabe an die KSK abführen. Die Abgabe beträgt derzeit 4,2% von den gezahlten Honoraren. Und das ist jetzt auch noch mal wichtig zu wissen, weil es oftmals da auch Missverständnisse gibt. Diese KSK-Abgabe fällt auf jeden Fall an, egal ob der Künstler, an den ich jetzt das konkrete und einzelne Honorar bezahle, selbst Mitglied der KSK ist. Dieses System, wie gesagt, ist einzigartig in Europa und hat auch durchaus schon für Beschwerden geführt, auch für Verfassungsbeschwerden. Aber bisher haben die Gerichte hier keine Verfassungswidrigkeit gesehen. An dieser Struktur, dass man eben eine Abgabe zahlt, selbst wenn der betreffende Künstler eben selbst nicht Mitglied in der KSK ist. Ja, abgabepflichtig sind zum Beispiel folgende Unternehmen, das findet man auch als Liste auf der Website, Verlage, die eben an ihre Autoren Honorare bezahlen, Bilderdienste, die Fotografen bezahlen, Theater, Orchester, Chöre, die an ihre Mitglieder Honorare bezahlen, Rundfunk, Fernsehen, aber auch Tourneeveranstalter, Künstleragenturen, Künstlermanager,
Das ist zum Beispiel auch ganz wichtig, wenn ich eine Agentur bin und Künstler vermittle und bekomme eine Provision, dann kann es auch sein, dass diese Provision unter Umständen der KSK-Abgabepflicht unterliegt. Werbung oder Öffentlichkeitsarbeit für Dritte. Also zum Beispiel, wenn ich ein Unternehmen bin und lasse ein Imagevideo erstellen und möchte dieses Imagevideo auf YouTube veröffentlichen, aber auch im Fernsehen laufen lassen oder im Kino laufen lassen zum Beispiel. Und dieses Video wird mir von einer Firma erstellt, die aber keine juristische Person ist, das ist wichtig, dann würde auf das Honorar, das ich dieser GbR, also Gesellschaftsbürgerlichen Rechtes zum Beispiel, bezahle, dann würde auf dieses Honorar die Künstlersozialabgabe anfallen. Warum habe ich gesagt, es ist wichtig, dass es keine juristische Person ist? Es ist so, dass Abgaben oder Honorare, die ich an eine GmbH bezahle oder an eine andere juristische Person bezahle, nicht der KSK-Abgabe unterliegen. Oftmals entsteht ja noch die Frage, muss denn jetzt jedes Unternehmen, jeder Verein die KSK-Abgabe zahlen? Es gibt ja auch gemeinnützige Vereine, nicht kommerzielle Vereine, die eben dann auch oftmals gar kein Geld großartig verdienen mit der Veranstaltung, die sie durchführen. Da ist die ganz klare Antwort ja, auch ein gemeinnütziger Verein muss die KSK-Abgabe zahlen im Grundsatz. Es sei denn, diese Veranstaltungen, die er durchführt, werden nur mal gelegentlich durchgeführt, also 2, 3 Veranstaltungen im Jahr. Das wäre eine Ausnahme, dann würde keine KSK-Abgabe anfallen. Sind es aber mehr, dann fällt die KSK-Abgabe an. Ja, wichtig ist aber auch noch zu wissen für alle Unternehmen, dass die Korrektheit der KSK-Abgabe, also die Tatsache, dass sie abgeführt wird, die wird auch noch überprüft im Rahmen einer sogenannten Betriebsprüfung, kann also die KSK überprüfen lassen, ob die KSK-Abgaben auch ordnungsgemäß abgeführt werden. Und dann entgeht da meistens auch ein Bescheid, wo dann unter Umständen festgestellt wird, dass eben noch KSK nachzuzahlen ist. Und da können dann auch Zuschläge anfallen. Also wichtig ist, dass man sich hier dessen bewusst ist, dass eine KSK-Abgabe anfällt. Und auch da läuft es dann so, dass man sich als Unternehmen erstmal bei der KSK meldet, dass man sagt, hier, ich bin ein Unternehmen, die das Honorare an Künstler und Publizisten abführt. Dann wird man also erstmal im System erfasst. Und dann geht es so weiter, dass man die Honorare, die man in einem Jahr an Künstler und Publizisten bezahlt hat, dass man die melden muss. Da gibt es auch Formulare dafür und auf Basis dieses dieses Betrages, den man dann gemeldet hat, werden dann die 4,2% berechnet. Und es gibt natürlich, weil ich vorhin schon angedeutet habe, falls hier Bescheide ergehen, mit denen man nicht einverstanden ist, sowohl was den Künstler angeht, wie was das Unternehmen angeht, kann man natürlich den Widerspruch einlegen und dann den rechtlichen Weg beschreiten. Soweit der Überblick zur KSK. Ich hoffe, ich habe euch ein paar wichtige Informationen mitgegeben. Und wenn immer ihr Fragen habt oder vielleicht selber mal in die KSK eintreten möchtet oder mal KSK-Abgabe abführen wollt, ihr wisst, an wen ihr euch wenden könnt. Wir sind immer für euch da. Tschüss, bis zum nächsten Mal.